Das sieht aber scheiße aus. Söhne des Mog. Ach, jetzt kommt es. Es ist ein bisschen spät, oder? Ach, jetzt geht er. Ist das erst in den 70ern gewesen? Oh, ich dachte, Next Generation sei in den 60ern. Wir haben eine erste Spur in den Untersuchungen zu Mogs Beteiligung an Kitomir-Massaker gefunden. Die Söhne des Mog, Worf und Kurn, glauben, dass die Logbucheinträge auf Kitomir, die ihren Vater belasten, gefälscht sind. Wir stellen Nachforschungen an. So. Wird nicht eigentlich nachher dafür gesorgt, erstmal, dass keiner weiß, dass Kurn auch ein Sohn von Mog ist und Worf deswegen alles auf den Deckel kriegt? Ja, ne? Jedenfalls sind sie doch nachher bei Gauron ist doch nachher jedenfalls verwundert, dass Kurn ein Bruder von Worf ist. Jetzt haben wir alles Minus. Wo geht das Minus denn jetzt hin? Konsumiert von Jobs. Wer arbeitet denn hier so viel mit unserem Mineral? Wir haben ein sehr schlauchiges Reich, bauen wir hier gerade auf. Wir sollten mal ein bisschen bauchiger werden. Mal ein Beispiel an mir nehmen, unser Reich. Stufe verbessert, perfekt. Hat nicht geholfen, kann auch weiter verbessert werden. Okay, zweite Flotte. Warte mal, Flotten. Wo ist das hier? Flottenmanager. So. Flotte 1. Hat alles, was wir brauchen. Ne, umrüsten hilft uns ja nicht, ne? Können wir hier drüber die auch reparieren lassen? Weil, oder updaten? Ah, ne, 1 muss ja gar nicht, 2. 2 können wir jetzt sagen, alle verstärken. Das heißt, die kommen dann, um die Flotte durch die nächstgelegene Werft zu verstärken. Deswegen wird das jetzt hier gebaut. Und was ist mit dir? Es hat halt den Punkt, Flotte kann verbessert werden. So, wo werdet ihr verbessert? Auflösen will ich dich nicht. Da. Danach wird Flotte verbessert. Flotte verbessert und ihr seid es schon. Okay. Kriegserklärung. Oh nein! Die Militärdiktatur kämpft jetzt gegen die repräsentative Demokratie. Wie kann sie nur? Hat die Föderation auch den Krieg erklärt? Um Bajor zu retten? Wäre jetzt interessant. Wir werden sehen, welches Reich stärker ist. Das ist ja mal. Mal hier den Dominion-Krieg ein bisschen vorgezogen. Ohne dem Dominion. Das ist, glaube ich, eher schlecht für Cardassia, oder? Die hätten ja sonst niemals der Föderation den Krieg erklärt. Und wahrscheinlich kriegt die Föderation Bajor nicht auf friedlichen Weg und macht es deswegen so. Neutrale Beziehungen. Warum sind wir immer noch neutral? Ab wann sind wir denn freundschaftlich und sagen, yeah, best buddy, moin, wie geht's? Wollen wir eine Mission führen? Ja, ihr unterstützt die Unabhängigkeit von Bajor, das wissen wir. Weiß jeder. 2, 4, 6, 8 Planeten. Wir haben weniger Planeten als die Föderation. 2, 4, 6. Ne, auch 8. Das machen wir jetzt auf der Gießereiwelt. Auf Energie bauen. Wir brauchen halt die Energie. Das ist das Problem. Wir können nicht mal auf der Agrarwelt uns um Nahrungsmittel kümmern, weil wir den Strom nicht haben. So, erst einmal brauchen wir nochmal neue Wohnräume. Neue Wohnräume. Haben wir hier. Hier sieht es auch wieder mies aus. Guck mal, hier können wir aber einfach das hier mit noch verbessern. Glück.
Nicht so ganz sicher, ob das so richtig ist. Und ich habe gesagt, ich wollte jetzt vielleicht mal Stellaris ausprobieren, ne? Janni, ist klar. Bitte was? Achso, ich dachte jetzt gerade. Okay. Die Föderation forscht jetzt zusammen mit den Romulanern. Ihr könnt doch nicht die Romulaner unterstützen. Was ist denn das jetzt für eine Entwicklung? Die Föderation macht mich gerade ein bisschen schwach. Die Romulaner haben, die kann das alles auch den Krieg mit erklärt. Die machen dazu, das ist doch abgesprochen. Die Romulaner unterstützen Bajor mit. Alle wollen Bajor helfen. Alle greifen die Cardassianer an. Am besten müssten wir jetzt den Romulaner noch in den Rücken fallen. Einfach um uns sozusagen unser Gitomer zurückzuholen. Wollen wir das machen? Alle Truppen an die Grenze! Jetzt alle drei Armeen ausgewählt, oder? Ja, alle drei Armeen fliegen jetzt an die Grenze. So schlau ist. Und nehmt die Bodentruppen mit. Lass uns doch in einem System treffen, wo wenigstens auch eine Station ist. Wir haben keine Ahnung von denen, ne? Jetzt haben die auch noch sowas. Ah, die wollen. Ah, die, wenn die sich verbünden, haben wir ein Problem. Lass uns den Romulanern schnell den Krieg erklären, bevor die ein Bündnis haben. So. Damit haben wir super Bedingungen. Damit haben wir gar voll scheiß Bedingungen. So. Diplomatie. Krieg erklären. Wir können ihnen den Krieg erklären. Ah, Alter, ist das eine gute Idee? Nein, ist es nicht, aber warum nicht? Unsere gesamte Armee ist unterwegs. Alles, was wir haben. Die stampfen uns unangespitzt in den Boden. Also, wir bauen noch die Schiffswerft. Ist uns das egal, dass die uns unangespitzt in den Boden rammen und wir versuchen es einfach, Kitomer zu überfallen? Wir erklären hier und jetzt auf den Krieg. Ich muss da eingreifen, bevor die beiden ein Bündnis haben. Außerdem sind sie gerade aktuell bei dem Krieg mit Cardassia. Wir als Klingonen verbünden uns mit Cardassia. Nein, ich glaube, so schnell geht das nicht, ne? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Krieg mit Cardassian und Bajor. Krieg. Also das sind die Angreifer, das sind die Verteidiger. Jetzt werden wir auch zu den Angreifern und führen noch einen Krieg. Gegen die Romulaner. Ach komm, Diplomatie, Krieg erklären. Was ist denn das jetzt für ein... Wir haben keinen Kriegsgrund gegen die Romulaner. Das Kitomer-Massaker ist kein Kriegsgrund gegen die Romulaner. Kann mir doch keiner erzählen. Wir sagen, lass uns ihn erniedrigen. Also nicht, dass wir gerne nicht die Romulaner erniedrigen würden, aber... Ansprüche ratifizieren. Tipp, ob das hier machen. So. Mit dem wir während eines Konflikts neue Welten beanspruchen. Wenn wir uns in kurz vor einem Krieg befinden, können wir Einfluss ausgeben, um Ansprüche auf Sternsysteme zu erheben, die aktuell anderen Zivilisationen gehören. Ja, ich hätte gerne einen Anspruch auf Gitomer. Und das hier, das haben sie uns weggeklaut. Das können wir aber nicht. Ist auch egal. Wir haben einen Anspruch auf Gitomer, aber sowas von. So. Eroberung. Krieg erklären. Kann er nicht angehen.
Hey, Krieg! Lass uns mal einfach jemanden den Krieg erklären. Millionen emporgerechneter Buttlets glänzen im Licht unserer heiligen Fackeln. Das Klingonische Reich befindet sich im Krieg. Wieder mal. Diesmal aber gegen die, die es verdient haben. Unsere Krieger werden viele Feinde niederstrecken. Ja. Hauptsache die hier. So. Jetzt sind wir Angreifer. Guck mal, dass die Mitverteidiger sind. Wir sind einfach im Krieg mit jetzt. Also alle großen Fraktionen haben jetzt erstmal Krieg miteinander. Ein bisschen gemischt. Wenn die uns jetzt auch den Krieg erklären, wäre jetzt ein bisschen doof. Was für eine Flotte. Die Flotte ist da, die Flotte ist da, die Flotte. Also diese Flotte hat ja keinen General. Das ist die erste Flotte, das ist die zweite Flotte. Und wo ist die dritte Flotte? Wer ist die vierte Flotte? Das ist gerade viel interessanter. Ein einsamer Bird of Prey ist Flotte Nummer 4. Können wir jetzt schon wieder nicht da angreifen? Doch. Wer ist Flotte 4? Achso, Flotte 4 gehört zur Flotte 2. Das muss doch zu. Ah, das ist das Ersatzschiff. Okay, kurz warten, bis ihr euch vereinigt habt. Können wir dann zugucken. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen hier. Das Schiff denkt sich, Hilfe, lasst mich mitmachen. So, einmal sammeln bitte. Haben wir es jetzt? Flotte 4 gibt es nicht. Transporterflotte, erste Flight, zweite, dritte. Okay, perfekt. Wir fangen mit den... Mit euch drei, ihr fliegt einfach erstmal nach Kitomer. Das ist mir egal. Also das ist jetzt die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist gerade, Kitomer zurückzuerobern. Es ist mir egal, wer da wen wie wann verraten hat. Betor. Eine mutige Kriegerin namens Betor hat sich eine Beförderung als würdig erwiesen. Betor ist Veteran zahlreicher Schlachten und laut ihrer Akte eine brutale Kämpferin, in die jeder Gegner, die jeden Gegner tötet. Der so töricht ist, sich mit dem Reich anzulegen. Betor ist bereit, bis zum Mittagessen zu kämpfen für Ruhm, Ehre und ihr Haus. Ja, welches Haus hast du denn? Später? Jetzt. Was bist denn du? Wir rekrutieren dich mal. Du bist wahrscheinlich ein General dann. Anführer. Betor. Christen Admiral. Perfekt. Dritte Flotte, wir haben jetzt Betor, sie ist auch an zwei Orten gleichzeitig. Stufe 4, hat sich voll gelobt. Ist irgendwie, ich weiß nicht, warum die mit den modernsten Schiffen unsere älteste Flotte ist. Also unsere schwächste Flotte. Ach nee, jetzt geht's wieder. Okay. Attacke! Was ist mit unserer Armee hier? Die soll auch nach Kitomer fliegen. Na, die drei sind dann fertig, bis es soweit ist. Kriegserklärung haben wir. Bauvorhaben, wo ist das jetzt schon wieder? Ach, das ist hier gewesen. Das ist ja okay. Und jetzt bauen wir hier... Ne, wir wollten auf Strom warten. Ne? Wir verhungern schon wieder. Mitten im Krieg die Soldaten verhungern. Wir verkaufen mal ein bisschen Deuterium. So, 5000. So viel davon. Und kaufen deswegen Nahrung. Ja. Und überstehen damit vielleicht den Krieg. So, Kitomer. Na. So. Was ist denn schon wieder los? Nix. Lagerbestand. Ja, Deuterium ist in fast 5000 Monaten aus. Klar. So, unsere Flotte macht das und erobert da erstmal den Klasse M-Planeten Kitomer zurück. Das ist hier das Gouverneurschiff. So, du jetzt hier, Kitomer, nicht im Orbit einfliegen, direkt Flotten landen. So, wie machen wir weiter?
Wir fliegen direkt nach Romulus rein? Oh, Alter, nein, wir nehmen erstmal den, da ist nämlich auch noch ein Planet. Die erste und zweite Flotte fliegt hier erstmal weiter. Flotte 3 bleibt erstmal dort, sozusagen ein bisschen in der defensiven Stellung. Unser Kanzler ist aufgestiegen, kein Wunder, er führt ja auch effektive, große, großartige Kriege. Ne? So, ihr seid noch auf dem Weg dahin. Wie gesagt, eine Flotte ist hier geblieben. Interessanterweise ist die Sternbasis, warum liegt die jetzt bei 2,4K? Wo kommt das denn jetzt her? Was denn jetzt? Versorgungslinien abgebrochen, das schon wieder. Reparieren, trotzdem Vorstoß. Globale Spannungen um minus 5. Ist das gut oder schlecht? Gegenangriff? Nein. Wir stoßen einfach weiter vor. Was ist mit der Kriegsunterstützung? Wo sieht man denn das? Ist egal. Gegenangriff. Nein, das ist doof. Das ist mir zu Risiko. Das ist dieses Random. So 50-50 finde ich voll kacke. Wir stoßen weiter vor, freuen uns über die Legierungen. Oder? Wechseln von Klingon und Empire Bewohnern zu unserem Prinzip 10. Wir befinden uns im Krieg. Unterstützung 25. Also nehmen wir das. Das Romulanische Imperium ist verzweifelt. Das ist kein Wunder. Die Karte hier ist auch voll falsch. Wir sind viel größer. Wir sind größer als die Föderation. Ich nehme das. Wir kümmern uns um unsere Versorgungslinie, weil als mächtiger Krieger wissen wir, wie wichtig eine vernünftige Versorgung ist unserer Truppen. So, unsere beiden Flotten. Anscheinend kommt die erste Flotte nur an. Warum habt ihr Föderationsphaser? Vollkommen irrelevant. Wir haben Krieger des Kales. So. Die Invasion auf Kitomeer ist abgeschlossen. Was ist denn auch hier? Das ist gerade nicht. Gut, das ist gerade besetzt. Das hier gehört jetzt zwar uns und die Flotte ist noch da und Kitomeer beliefert uns jetzt, glaube ich, auch mit Rohstoffen, aber halt nicht genug. Hier ist nur eine Flotte. Wo ist denn die andere jetzt hin? Eine ist da und die andere auch. Ach so. Die sind untereinander? Verstecken die sich hier wieder? Ah ja, das ist wieder hier. Wenn das eine über dem anderen liegt, ne, sieht man es nicht. Das ist jetzt ein bisschen traurig für diese kleine Mini-Station. So. So. Und jetzt geht's los. Ab nach Romulus. Und während wir nach Romulus fliegen, erobert ihr hier den Planeten. Na, ob das jetzt so schlau ist? Ich weiß ja nicht. Invasion ist vorbei. Was haben wir hier? Der General ist besser geworden. Das ist schön. System wurde erkundet, ist mir gerade egal. Und es wird gekämpft. Wir haben aktuell irgendwie immer noch ein Minus. Lursa. Alter, wir können jetzt. Betor haben wir schon, jetzt immer noch Lursa. Die müssen wir bestimmt. Oh nein! Die Armeen, wo die Generäle sind, oder Admiräle, werden sich bestimmt gegen uns wenden. Oh, wollen wir wetten? Oh, wir haben die erste von den Duras-Schwestern zu einer unserer Admirälinnen gemacht. Oh nein! Die Flotte 3 gehört in Duras. Nein! Machen wir das nochmal? Nein. Später. Wir haben die Einigkeit nicht dafür. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass sie das sozusagen nachher dafür nutzen. Das wäre auch relativ cool. Das bringt aber dann theoretisch nur was, wenn man das nicht weiß. Okay, was ist hier?
Die ersten beiden Flotten kommen an. Wir haben hier jetzt nicht so viel. Gut, die sind halt auch gerade mit den Kardassianern. Neue Tradition ist fertig. Das heißt, wir nehmen jetzt direkt. Das jetzt hilft uns gerade nicht. Anführer, Erfahrung, so ist egal. Ich wollte das nehmen. Ich nehme das auch. Weil das mein Plan war. Feindliche Flotte in der Nähe ist die dritte Flotte. Die dritte Flotte von euch. Warte, jetzt müssen wir mal gucken, was für Schiffchen habt ihr? Das sind diese, ja. Die mussten die ja ein bisschen umgestalten, glaube ich. Weil sie nicht die haben, wo wir haben wollten, glaube ich, hier aus. Ich mag ja die aus Classic eigentlich. Aus der, also TOS. Hier unten mit dem Adler unten drauf. Glaube aber, die werden wir hier nie zu sehen kriegen. Aber egal. So, drei Flotten Klingonen stürmen gerade auf Romulus zu. Übertragung nach Hause. Die verwundeten Offiziere schon wieder. Ja, dann finden wir das toll. Folgt unserem Prinzip. Ich weiß immer noch nicht, was das ist mit dem Prinzip folgen. Die dritte Flotte von denen hat nicht mal einen Anführer. Under Siege? Wo? Starbase 3B? Wo bist du denn jetzt? Keine Stabilität. Wir sollten dann hier was bauen, was wir uns gerade nicht leisten können, weil wir haben jetzt nicht mal mehr Mineralien. Moment. Wir müssen mal kurz einkaufen gehen. Wir gehen auf den Markt. Wir verkaufen erstmal 1250 Legierungen. Dann können wir unser Schiff nicht mal mehr mit reparieren. Ne? Ist egal. Wir verkaufen Legierungen. Kaufen dann erst einmal ein bisschen was hiervon. Und wir brauchen auch mal wieder Nahrung. So. Und jetzt können wir hier, bevor die hier endgültig durchdrehen, müssen wir was bauen, was Dienstleistungen bringt und Stabilität. Und Dienstleistung und Stabilität wurde gebracht von dem, nicht Verwaltungsbüro, von euch hier. Nee, nur Dienstleistungen. Wo waren denn Dienstleistungen und Stabilität? Gab es das nicht? Ach, das warst du hier. Ja, dann hätte ich mehr kaufen müssen, ne? Könnten wir noch. Ja, wir bauen mal das Haus der Ahnen noch hier. Ah, das ist natürlich, ich hoffe nur, dass das funktioniert. Und dann müssen wir jetzt nämlich einmal noch hier. Ja, so. Und dann bauen wir das Haus der Ahnen. Das wir nicht bauen können, weil wir keine planetare Verwaltung haben, was wir nicht aufstufen können. Weil wir nicht genug Bewohner haben. Das ergibt Sinn. Also bauen wir jetzt einfach nur den Wohnblock. Der bringt jetzt nicht direkt Stabilität. Warum hat der so viel Minus? Niedriges Dienstleistungsniveau. Das können wir ändern. Dafür brauchen wir nur das. Okay, hätten wir doch nicht so viel Energie dafür ausgeben müssen. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt müssen wir auch nochmal wieder bei Romulus gucken. Was ist hier jetzt? Habt ihr jetzt schon den Planeten erobert? Ihr seid gerade dabei. Invasionsarmee. So. In romulanischen System haben wir gewonnen und kein einziges Schiff verloren. Also die dritte Flotte hatte vorher schon was verloren. Die hatte auch nichts. Wir haben noch kein Schiff verloren. So, wo ist unsere Armee? Da. Oh. Sie kommen. Ist egal, ihr seid zu schwach. Wir hinterfragen jetzt nicht, dass wir jetzt nicht gerade klingonisch ehrenhaft gehandelt haben. Aber wir wollen jetzt Romulus und Remus. Und guck mal. Remus ist tatsächlich der Mond von Romulus. Das haben die doch so gemacht. Das ist cool. Alle Flotten landen. Einmal bitte die ankommende Armee begrüßen. So, Flotte 1, 2 und 3 kann sich hier schon mal sammeln, weil wahrscheinlich von dort gleich die Angreifer kommen werden. Oder eher die Verteidiger, wir sind ja die Angreifer gewesen.
Invasion ist vorbei, das weiß ich. Besetzt den Staat eingliedern.